Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich bei einer Firma bestellt, also bei einer Firma, für mich neuen Firma, sagen wir so. Diese Firma wurde mir schon sehr, sehr lange in Facebook immer wieder vorgeschlagen. Und dann habe ich mir da einmal angeschaut, ne, Bewertungen und so, also die haben sehr, sehr gute Bewertungen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bestelle ein Bild, das habe ich selbst bezahlt, dieses Bild. Aber ich erwarte noch ein Kooperationsbild. Ja. Ich habe aber bereits für euch einen Rabattcode, den blende ich euch ein und das steht auch in der Infobox dann. Also ihr könnt 15% sparen und ja, ich würde sagen, wir packen mal aus. Ne? Es ist gekennzeichnet, ne? Ihr seht es da. Ne? Und das finde ich schon mal gut, ne? Weil dann wird es ja irgendwie besser behandelt. Ne? Ja, es ist doch ein bisschen geknickt. Ne? Es handelt sich um Myth of Asia. Ne? Die Verpackung gefällt mir ja schon einmal sehr gut, muss ich sagen. Ne? Die sind auch auf Facebook und Instagram daheim. Diamantmalerei. Und halt alles, was drinnen ist. Nicht Steine, Stift, Pinzette. Qualitätswachs, Schütteltablett, also das Schiffchen, Grifftaschen, Handbuch. Naja, schauen wir halt einmal. Ne? Und hier nicht. Also die Verpackung schaut sehr gut aus. Und es ist immer gut, nicht, wenn die Verpackung gut ausschaut. Nicht? Ich bin ja so ein Verpackungsopfer, kann man sagen. Nicht? Wenn die Verpackung gut ausschaut, dann freut mich das immer. Ne? So, jetzt schauen wir mal rein. Ne? Steinchen. Ah, das Bild sah gleich noch nicht. Also das Bild ist 40x40, ne? Und wir haben da gegossenen Kleber, ne? Hoppala. Ach Gott. Toolkit. Wir haben ein großes Wachsblättchen, eine weiße Schale, einen Stift mit einem Dreifachaufsetzer. Und dann haben wir noch eine Pinzette, ne? Also ganz normales halt Toolkit, ne? Also normal. Und dann haben wir was dabei, das habe ich noch bei keinem Shop gesehen. Und zwar, das ist so wie Backpapier, ne? Oder Wachspapier, kann man sagen. Ne? Das kann man sich zurechtschneiden, wie groß man das haben möchte. Und kann die, das dann draufkleben, ne? Also die durchsichtige Folie runter und das dann auf die Stelle draufkleben, was man halt gerade binden möchte. Ne? Und ich finde das gut. Also das habe ich, wie gesagt, noch nirgends gesehen, außer nur bei Myth of Asia. Das ist sehr gut. Das werde ich auch mal testen. So, und jetzt kommen wir zum Bild. Könnt ihr das sehen? Na, gegossener Kleber. Also das Bild gefällt mir ja irrsinnig gut. Er ist süß, ne, oder? wir haben oben nicht Myth of Asia. Dann haben wir da noch einmal das Bild. Dann haben wir die Legende. Wir haben da 33 Farben. Das finde ich schon einmal gut für so ein kleines, also ein relativ kleines Bild, 33 Farben.
mit DMC-Nummern. Und hier haben wir auch noch einmal die Legende, ne? Also zweimal, einmal rechts, einmal links. Ja, finde ich gut. Und jetzt schauen wir mal. Oh ja, die Klebekraft ist sehr gut, muss ich sagen. Und der Druck ist auch sehr, sehr gut. Da gibt es gar nichts. Sehr, sehr klar. Schauen wir nochmal die hellen Stellen an. Ja. Also wirklich sehr, sehr gut, der Druck. Jo. Also das Bild, das hat mir so gut gefallen. Ne? Ich meine, Baby Yoda ist ja sowieso sehr süß. Nicht? Und ja, und von den Farben her hat es mir auch sehr gut gefallen, also von den Hintergrundfarben. Nicht? Also wirklich sehr, sehr schön. Ah ja, messen wir nach, nicht? Ob das wirklich 40x40 ist, das Bild. Wahrscheinlich mal 40,7, ne? Ja, 40,7 mal 40,8 kann man sagen, nicht? Ja, also ein bisschen auf oder an, ne? Wird sich sicher einen Rahmen dafür finden lassen. Ja, da steht auch noch mit auf Asia, ne, da herunten, und dass auf Facebook auch vertreten sind. Ne? Wie gesagt, Facebook und Instagram sind sie da daheim auch. Und jetzt kommen wir zu den Steinchen. Ich habe mir das Bild in eckigen Steinchen ausgesucht. Da habt ihr noch einmal das wunderschöne Bild. Also wirklich sehr, sehr toll. Und was ich auch recht toll finde, nicht? Wir haben da die Papierlegende dabei. Nicht? Das finde ich auch sehr, sehr, sehr toll. Kontrolliert wurde es schon. Ich werde es natürlich nachkontrollieren. Auch wenn es kontrolliert wurde, sollte man es immer nachkontrollieren. Ne? Ja. Das ist verpackt in so 200er Tüten, nicht? Also das ist eine wunderschöne Farbe, so ein richtiges knalliges Gelb. Und das Steinchen, ja. Es sind Acrylsteine, nicht? Aber die schauen gut aus, muss ich schon sagen. Da haben wir auch noch eine schöne Farbe, das ist ein. Also das ist ein knalliges Dunkelgelb gewesen und das ist jetzt ein knalliges Hellgelb. Ne? Und auch da sind die Steine gut. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich denke, ich werde es heute noch anfangen, weil ich habe zurzeit kein Bild in Arbeit nach Mother's Love. Nicht? Also seitdem habe ich nichts mehr angefangen, weil ich eigentlich auf das gewartet habe von der Firma. Da haben wir eine dunkle Farbe. Und die ist auch schön. Also, ja. Ein Grün. Die 470. Haben wir einen Orangeton
Ja. Also es sind wirklich schöne Farben. Da, wir haben sogar Rot dabei. Ja. Was auch sehr, sehr schön ist. So ein Kirschrot ist das. Das ist die 817. Ja, also die Steine sind wirklich sehr gut. Und die Leinwand ist sehr gut. Ja, und das ist gegossener Kleber. Ne? Das freut mich immer irrsinnig. Ja, also wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst, ist in der Infobox. Ne? Der Rabattcode und die Firma und das Bild. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann da hat es mich irrsinnig gefreut, wenn es mir einen Daumen nach oben geben würdet oder über ein kostenloses Abo. Das darf mich auch irrsinnig freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn's wollt, in meinem nächsten Video. Tschüss!